werden euch ein Haus bauen, kleine Vögel. Ja! Komm, Morphe, wir kürzen diese hölzernen Latten auf die richtige Länge. Verwandle dich in eine Säge. Und wir starten gleich hier. Was für ein Lärm in meinem Garten. Hi, Mr. Winterboost. Wir bauen ein Hundehaus für Barky. Ihr macht viel zu viel Lärm. Los, raus aus meinem Garten. Hi, Herr Eichhörnchen. Sollen wir dir etwa auch ein Haus bauen? Wir folgen dir. Morphe, verwandle dich in einen Müllwagen. Ist das dein Baum? Okay, lass uns ein Eichhörnchenhaus bauen, Morphe. Schildkröte, keine Sorge, wir tun dir nicht. Schildkröte will Haus auf? Die Schildkröte hat doch bereits ein... hast du? Komm schon, Barky. Du hast doch hier schon ein tolles Haus. Entschuldigt, dass ich euch weggeschickt habe, Mila und Morphle. Barky wollte unbedingt dieses Haus. Wollt ihr immer noch ein Hundehaus bauen für Barky? Ja! Ich denke, ich habe eine Idee. Was ist das? Haus ohnehin nicht genutzt. Aber mein Garten. Oh nein, ich komme zu spät zur offiziellen Bürgermeisterwahl. Morphe, Morphe in ein Auto. Oh, danke, Mila und Morphe. Mit diesem Zapper, den wir von Professor Rashid gestohlen haben, können wir einfach jeden in Tiefschlaf versetzen. Und während der Bürgermeister schläft,
kann uns niemand davon abhalten, die Wahl zu gewinnen. Oh nein! Was jetzt tun? Ich habe eine Idee. Diese offizielle Kette geht an den nächsten Bürgermeister. Und wie jedes Jahr ist der einzige Kandidat der Bürgermeister. Aber wo ist er? Wir sind die neuen Bürgermeister. Die Bürgerbanditen. Verstanden, Stein? Mit uns als Bürgermeister gibt es kostenlose Computerspiele für alle. Ich bin es, der Bürgermeister. Wenn ich der Bürgermeister werde, verspreche ich, bekommt jeder Eiscreme. Kampagne ist toll, Herr Bürgermeister. Saubere Strände ist genau das, was diese Stadt braucht. Hä? Was ist das? Wir werden die Strände richtig sauber machen. Ups. Ups. Du musst ihnen helfen, ich meine, Herr Bürgermeister. Ich helfe euch. Mal sehen, was das Ding kann. Oh nein! Wow, das war großartig, Bürgermeister. Wow, der Bürgermeister pflanzt Bäume. Das ist, was die Leute wirklich wollen. Wir schneiden die neuen Bäume wieder ab. Ja, mit dieser großen Heckenschere. Bürgermeister, Sie müssen sie aufhalten. Stopp! Wow, Sie haben uns schon wieder gerettet. Und die Wahl ist heute Nachmittag. Der Gewinner der Wahl und der neue Bürgermeister ist der Bürgermeister. Yay! Komm schon. Los geht's. Guten Morgen. Ist das ein Einhorn? Yay! Komm schon. Muffe in ein Einhorn, Muffe. Cool, ihr zwei seht total gleich aus. Ihn. Handwerker Lawrence! Oh! Hallo, Kinder! Hallo, Morphle! Du siehst toll aus! Handwerker Lawrence! Morphle hat jetzt ein Horn! Morphle hat Horn und Morphle hat Flügel!
großartig. Wow. Willst du es versuchen, Muffin? Muffin, los! Whee! Wow, wow, wow! Wow, du bist ein tolles Einhorn, Muffin. Hä? Oh, du bist auch ein tolles Einhorn. Einhorn, Muffin, Freunde? Muffin glücklich! Kommt mit! Auf zu einem neuen Abenteuer! Tschüss, tschüss, Rebecca Lawrence! Tschüss, Kinder! Oh, wow! Lass uns dahin gehen! Yay! Yay. Hast du das gehört? Diese wertvollen Güter werden bald uns gehören, den Eisenbahnbanditen.
froh, euch zu sehen. Könnt ihr euren tollen Zug benutzen, um diese Pinguine zu einem Besuch bei ihren Freunden im Delfinarium zu bringen? Klar! Springt ruhig in den Zug hinein, Pinguine. Morphle und Sarah, ich bin gerade auf dem Weg zu einem großen Monster-Truck-Rennen. Warum steigst du nicht mit ein? Wir bringen dich dahin. Wirklich? Vielen Dank. Jungs, kommt jetzt mit mir mit. Ha, nicht in meiner Stadt. Oh nein, meine Brille ist ja weg. Keine Sorge, Papa. Erinnere dich daran, wo sie zuletzt war. Ja, gute Idee. Vielleicht habe ich sie am Nordpol verloren, als ich den Jollyfant gesucht habe. Ja! Morphle liebt den Jollyfant, denn er macht Eiscreme! Ach ja, ich erinnere mich. Ich bin auf einem Bananasplit ausgerutscht und habe die Brille verloren. Aber der Jollyfant hat sie gefangen. Erinnerst du dich? Ach ja! Stimmt. Wo warst du denn danach? Vielleicht habe ich sie verloren, als ich Papa Dschungel zu seinem neuen Menschen heute Morgen in die Wüste gebracht habe. Ach ja, ich erinnere mich. Der Dschungelaffe hat mir die Brille geklaut. Wir müssen zurück in die Wüste und sie suchen. Nein, Papa. Morphle hat sich auch in einen Affen verwandelt und sie zurückgeholt. Oh ja, ich erinnere mich. Die Brille kann also nicht in der Wüste sein. Wo könntest du sie sonst verloren haben? Danach mussten wir das Wundertier Chuckles einfangen. Er kann Menschen zu unkontrollierbaren Lachkrämpfen verhelfen. Chuckle
hat mich so sehr zum Lachen gebracht, dass mir die Brille runterfiel. Ja, aber ich fing sie und gab sie dir zurück. Ach ja, du hast recht. Weißt du noch, was du danach getan hast, Papi? Danach habe ich mich zu Hause hingesetzt. Du hast die ganze Zeit auf ihr gesessen, Papa. Du hast recht. Ja. Ah, viel besser. Oh nein! Morphe! Morphe in einen Kran! Danke, Mila und Morphe! Jetzt Morphin eine Brücke, damit die Autos wieder rüberfahren können. Wow! Wo kommt dieses Loch her? Schau! Eine riesige Haiflosse! Hey! Ah, danke, Mila und Morphe. Seht euch die Gebäude an. Morphe! Morphe wieder in einen Kran! Gut, dass du die Gebäude hochgezogen hast, Morphe. Es war wirklich sehr dunkel da unten. Weißt du, woher diese ganzen Löcher plötzlich kommen, Papi? Ich glaube schon. Schaut mal. Es ist ein Erdhai. Wow! Wow! Hallo, Erdhai. Ich glaube, der Erdhai will in der Stadt keinen Schaden anrichten. Er sucht nur nach einem menschlichen Freund. Stimmt das, Erdhai? Ich glaube, ich habe den richtigen Freund für dich. Perfekt. Morphe, Morphin, einen Heißluftballon. Yay! Willkommen zu meiner Geburtstagsfeier. Mila! Hier, dein Geburtstagsgeschenk. Danke, Papa! Schau, Morphe! Papa hat mir einen Ballon zum Geburtstag geschenkt. Oh! Oh nein! Der Wind hat mein Geschenk weggeweht. Wir fliegen hinterher, Morphe. Morphe, flieg!
Nimm dein Fernglas mit, Mila. Danke, Papa. Tschüss. Tschüss. Ich habe irgendwo hier meinen Hut verloren. Aber wo? Da ist er ja. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Viel Glück bei deiner Suche. Tschüss. Endlich ist jemand zu meiner Party gekommen. Herr Wolke? Kann ich den Ballon haben, bitte? Es ist mein Geburtstagsgeschenk. Dein Geburtstagsgeschenk? Ich dachte, jemand hätte ihn mir geschickt. Zu meinem Geburtstag. Es ist auch dein Geburtstag? Danke! Yay! Tschüss! Der Arme! Niemand ist bei seiner Party! Denkst du auch, was ich denke? Da sind wir. Hallo. Hurra. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wolke. Herzlichen Glückwunsch, Mila. Guten Morgen, Muffy. Ein Krokodil! Muffy, hilf mir! Muffin, einen Elefanten! Au, 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 au! Ja! Gut gemacht, Muffy! Aber wie wurde aus meinem Zimmer so schnell ein Dschungel? Gehen wir runter und sehen nach Daddy. So bleiben.
Danke für die schönen Fotos. Du kannst jetzt weiterziehen. Morphe, morph in einen Löwen und verjage den Tiger. Größer, Morphe. Wow, das war großartig. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich kann es kaum erwarten, diese tollen Fotos zu entwickeln. Hey, gib sie wieder her. Hey, wie findet ihr den neuen Garten, den ich mit Papa Dschungel geschaffen habe? Großartig. Sieht toll aus, Daddy. Aber Papa Dschungels Magie hat das Haus in einen riesigen Dschungel verwandelt. Hä? Affen? Vielleicht sind wir zu weit gegangen. Er ist auf dem Dach. Morphe, morph in einen großen Affen. Dschungel, du musst aufhören. Dieser Dschungel wird einfach viel zu gefährlich. Ah, ein Krokodil. Baki, Baki, rette mich. Dieses Mal etwas kleiner. Papa Dschungel? Wie schön. Oh, ein Schmetterling!